Auch die Polizei muss sich an Regeln halten und du hast Rechte, die sie dir nicht nehmen darf. Hier ein paar Informationen zu dem, was die Polizei darf und was nicht. Wenn du zu Fuß unterwegs bist, dann darf die Polizei nur nach deinem Ausweis bzw. nach deinem Namen, deinem Geburtsdatum oder deinem Wohnort fragen, wenn es einen konkreten Hinweis für eine Gefahr oder eine begangene Straftat gibt oder du dich an kriminalitätsbelasteten Orten aufhältst. Du kannst immer fragen, warum kontrollieren sie mich? Wenn die Polizei dich befragt, musst du nicht antworten, du kannst schweigen. Sie wissen, dass ich ihnen nicht antworten muss. Die Polizei darf dich nur durchsuchen, also das heißt deine Tasche oder deine Kleidung, wenn du als verdächtig giltst, zur Gefahrenabwehr oder du dich an kriminalitätsbelasteten Orten aufhältst. Sie darf dich nur mit deiner Zustimmung durchsuchen. Und wenn du nichts sagst, gilt das als Zustimmung. Eine Durchsuchung ohne Grund kannst du schlichtweg ablehnen. Nein, ich bin damit nicht einverstanden. Eine genauere Erklärung, was verdächtig oder Gefahrenabwehr oder kriminalitätsbelasteter Ort meint, findest du unter folgendem Link. Wenn die Polizei etwas tut, was sie nicht darf oder du dir unsicher bist oder sonstige Unterstützung benötigst, kannst du dir bei COP, der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, Hilfe holen oder dich beraten lassen.